first-class research in a modern environment. Mainz has a new flagship for excellence, the Institute of Molecular Biology. It only took 15 months from the groundbreaking ceremony to its inauguration on March 11th. What makes the Institute of Molecular Biology special is the extraordinary financial support received through private funding. The Boehringer Ingelheim Foundation will fund IMB over the next 10 years with 100 million euros. The federal state of the Rhineland-Palatinate contributed another 45 million euros for the construction of the state-of-the-art research building. This gives Mainz a real advantage in competing for the best scientific minds, and therefore the place is filled with a vigorous startup spirit. Meine Damen und Herren, dieser Tag ist sicherlich nicht nur für Christoph Niers und das Team des IMB ein besonderer Tag. Mit dem Abschluss des ersten Bauabschnitts für das neue Institutsgebäude kann die wissenschaftliche Arbeit des IMB richtig losgehen. Founding Director Niers and his team have ambitious plans. IMB will conduct research in the expanding fields of developmental biology, epigenetics, DNA repair and related biomedical areas. Es ist eine Aufgabe, wirklich Grundlagenforschung zu betreiben und auf diese Art und Weise Grundlagen zu schaffen, damit an anderer Stelle unsere wissensbasierte Gesellschaft, unsere wissensbasierte Wirtschaft ihre Chancen ergreifen und nutzen kann. In his commemorative speech, the president of the German Academy of Natural Sciences, Professor Jörg Hacker, gave insights into the significance of investigating infectious diseases. Professor Barner, spokesperson for the management board of the Boehringer Ingelheim Corporation, emphasized the importance of close cooperation between entrepreneurs and researchers. In 2010, the Boehringer Ingelheim Company celebrated its 125th anniversary. This anniversary was one of the reasons behind their decision to fund an institute. Wir haben in diesem Punkt gesagt, das ist unsere Heimatuniversität, also dort gehen wir hin und engagieren uns für dieses Exzellenzcenter. Wir haben das große Glück, dass bei der Gründung des IMBs dann mehr hervorragende Wissenschaftler wie den Herrn Professor Niers gefunden haben. Jetzt ist es die Aufgabe, noch zwei oder drei weitere zu finden. Und dann glauben wir, dass es auf einem guten Weg ist und für alle Beteiligten, die Region, die Universität und auch für IMB Vorteile entstehen. One of the advantages for Mainz will be the creation of 180 new jobs at the Institute. IMB emphasizes the networking between scientists. And in cooperation with IMB, local scientists have a competitive advantage in acquiring research funds. Und schließlich auch die sogenannten Core Facilities oder Technologieplattformen, die es an diesem Institut gibt, die werden nicht nur für die Wissenschaftler am IMB, sondern auch für die Wissenschaftler auf dem Campus in der Medizin, in der Biologie und Chemie zur Verfügung stehen. One important question remains: What can IMB offer the university and its students? Ja, für den wissenschaftlichen Nachwuchs, das heißt für unsere Doktorandinnen und Doktoranden und Postdoktorandinnen und Postdoktoranden, ist das natürlich ein toller Arbeitsplatz. Es ist ein nagelneues Forschungsgebäude in einem topmodernen Forschungsgebiet. Dadurch, dass eine große Expertise, Kompetenz im Bereich der Molekularbiologie, einer der Leitdisziplinen in der Naturwissenschaft hier auf dem Campus, jetzt Leuchtturmcharakter erhält, zieht das sicher auch zukünftig viele Studenten und Nachwuchswissenschaftler in die Region. With its innovative concept, the Center of Excellence for Life Sciences will perform cutting-edge research at the highest level.